Die bisher dominante Erzählung an den Märkten lautet, wir haben Impfstoffe, dementsprechend haben wir das Corona-Problem im Griff, wir werden dann einen Boom sehen, wir sehen dann ein temporäres Anziehen der Inflation, das aber wird sich alles wieder zurückbilden, die Fed wird dann so allmählich aus der ultralaxen Geldpolitik aussteigen, so die dominante Erzählung, das Narrativ, aber möglicherweise stimmt das nicht, weil die Entwicklung eben jetzt anders läuft und eine Entwicklung deutet sich an, die Delta-Variante greift weiter um sich, vor allem in den USA, und das könnte für die Fed ein Game Changer sein, könnte die ganzen Pläne, die man eigentlich angeblich hatte, nämlich aus dieser ultralaxen Geldpolitik ein bisschen auszusteigen durch Tapering von ein paar Milliardchen Dollar im Monat, also man kauft dann ein bisschen weniger Staatsanleihen und Mortgage-Backed Securities, hypothekenbesicherte Anleihen, aber man kauft eben nach wie vor großvolumig, wenn auch ein bisschen weniger. Schauen wir uns die Dinge mal an, wie es möglicherweise jetzt weitergehen könnte in Abweichung von dem bisher dominanten Narrativ an den Märkten. Und hier sehen wir zunächst mal Texas alleine, über 19.000 neue Infektionsfälle. Das ist der größte Anstieg seit oder die größte Zahl seit Anfang Februar. Insgesamt die USA erstmals wieder über 100.000 Fälle, höchster Werte seit 6 Monaten. Fauci warnt jetzt schon vor der Lambda-Variante, da möglicherweise Impfstoffe nicht so wirksam. Also nach Delta kommt dann schon Lambda und dann kommt irgendwann, keine Ahnung, Omega oder was weiß ich. Also das könnte eine Never-Ending Story werden, statt eben jetzt, wir haben das Problem im Griff durch Impfstoffe, rennen wir der Entwicklung immer weiter hinterher. Und Daly von der Fed, eine Dame, die aus San Francisco oder für die Fed San Francisco antritt, die hat gestern gesagt, ja, also das könnte jetzt schon langsam dazu führen, dass die ökonomischen Aktivitäten zurückgehen. Und in der Tat, New York hat ja zum Beispiel beschlossen, dass nur noch Geimpfte in Restaurants gehen können. Zum Beispiel die schwarze Bevölkerung in den USA sind nur zu 27% geimpft, also nur etwas mehr als jeder Vierte. Jetzt natürlich können diese Menschen nicht mehr in Restaurants gehen. Was passiert jetzt? Werden die sozusagen dann eben nicht in Restaurants gehen oder sich doch impfen lassen, auch wenn sie vielleicht nicht so wirklich wollen, weil sie sagen, das sind Freiheitsentzüge, die da stattfinden. Das sind die Fragen. Jedenfalls dürfte das eben doch wirklich auf das Wirtschaftswachstum durchschlagen. Und wir sehen jetzt Israel, die uns ja in Sachen Impfungen voraus waren, hat jetzt wieder angekündigt, angesagt, Leute, bleibt zu Hause, macht Homeoffice, es könnten neue Lockdowns folgen und was in Israel passiert, das könnte bald auch bei uns passieren. Also Lockdowns zwar politisch sicherlich schwer zu vermitteln inzwischen, aber wer weiß, das heißt, wir könnten vor einem etwas merkwürdigen Herbst stehen, der so ein bisschen an den Herbst 2020 erinnert. Und das Ganze auch in China jetzt derzeit virulent, praktisch Einreiseverbot für Ausländer, wenn man so will. Nur noch, wenn es urgent und necessary ist, dann wird die Immigrationsbehörde in China Visa ausstellen. Also das ist doch durchaus eine bedeutsame Entwicklung. Das wird wiederum auch die gesamte Export-Import-Geschichte schwächen. Das wird da wieder dazu führen, dass wir Lieferengpässe haben, dass die Bottlenecks größer werden. Und das würde bedeuten, dass die Notenbanken sagen, oh, guckst du, die Wirtschaft, die entwickelt sich gar nicht so toll. Aber wir können aus dieser ultralaxen Geldpolitik deswegen nicht aussteigen. Auf der anderen Seite aber der Kostendruck, der Preisdruck eben bleibt, weil die Lieferengpässe da sind, weil die vorhandene Nachfrage durch das so geringe Angebot nicht gedeckt werden kann. Das ist das große Problem. Hier enormes Downward Pressure der Wirtschaft, so schreibt es hier Bloomberg für chinesische Wirtschaft. Und eigentlich hatte die Fed sich ja, wenn man die Äußerungen der jüngsten Mitglieder sich anschaut, die sich hier geäußert haben, wie Edward Waller, wie Clary da gestern, wie Ballard, dann auch Daly, die haben gesagt, ja, wir können uns vorstellen, gegen Ende des Jahres zu tapern, wenn unser Szenario so eintritt, dass die Wirtschaft also weiter gut läuft, dass der Arbeitsmarkt stark ist. Und diese doch tendenziell hawkischen Kommentare haben gestern auch den Dollar nach oben gebracht. Der konnte sich ein bisschen erholen. Also der Devisenmarkt hat das als hawkisch interpretiert, als Wille
hier aus dieser ultralaxen Geldpolitik zumindest ein Stückchen abzuknabbern, ein bisschen weniger ultralax zu sein, aber eben jetzt diese Perspektiven, dass das möglicherweise alles nicht mehr stattfinden kann. Janet Yellen hat sich schon mal vorgewagt und hat gesagt, ja, das mit der Inflation, das ist temporary, also sie hat hier praktisch der Fed mal wieder wunderbare Argumente an die Hand gegeben. Das wird dann mit dem Ziel, Inflationsziel der Fed, wird das übereinstimmen, sagte Janet Yellen. Erstaunlich, dass eine Finanzministerin der Fed sagt, was, wo, wie mit den Zielen der Fed übereinstimmt, wie hier zutreffenderweise Sven Hendrik bemerkt. Das zum Thema Unabhängigkeit der Fed, naja, ist natürlich eine politische Organisation, auch weil sie nicht nur Preisstabilität, sondern eben auch Vollbeschäftigung, Maximum Employment schaffen soll, das ist ihr Auftrag, anders als bei der EZB, die eigentlich nicht den Auftrag hat, Vollbeschäftigung zu schaffen, sondern nur Preisstabilität. Und dementsprechend ist der Auftrag der Fed ein bisschen umfassender und damit auch politischer. Ich hatte vorhin gesagt, Lieferengpässe. Wenn wir jetzt diese ganzen Schwierigkeiten in Asien wieder haben, in China wieder haben, dann werden wir Lieferengpässe bekommen. Wir sehen jetzt, dass die US-Autoverkäufe so stark gefallen sind, in Relation zu den Vormonaten, wie seit 2012 nicht mehr, zwar von relativ hohem Niveau kommend, aber doch dennoch relativ stark gefallen. Und dass wir unten diese Grafik hier anzeigt, dass die Inventories, also die Lagerhaltung an Autos noch nie so gering war wie jetzt, die war vorher schon gering, jetzt wird sie noch geringer, Chipmangel etc. Die Preise für Autos fallen nicht. Das ist genau das Problem, weil eben die Leute, die ein Auto kaufen wollen, praktisch keins bekommen, beziehungsweise sehr, sehr lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Wir haben also praktisch Bottlenecks, wir haben Engpässe, wir haben Nadelöhre und das sorgt dafür, dass die Preise hoch bleiben. Auf der anderen Seite die Notenbanken jetzt nicht komplett aus dieser ultralaxen Geldpolitik aussteigen können. Mithin also weiter inflationäre Tendenzen und Notenbanken, die aufgrund der Wirtschaftsentwicklung das nicht bekämpfen können und wollen. Und das ist ein sehr schräges Szenario, wo ich noch nicht sicher bin, was das für die Märkte bedeutet. Wir sehen hier auch Autoproduktion in Deutschland sehr, sehr schwach. Wir haben jetzt wieder ein bisschen aufgeholt im Juli zum Juno, aber das ist die Autoproduktion, so sagt Jörg Krämer von der Commerzbank, weist immer noch nach unten und das liegt vor allem an fehlenden Vorprodukten. Richtig, das sind eben diese Lieferengpässe, die ich vorhin angesprochen habe. Und in Sachen Inflation, jetzt mal wieder der Blick in die USA, da sehen wir, dass die Bank Executives sagen, also die Leute von in Managementpositionen von der Bank, dass immer mehr Firmen in den USA jetzt neue Kreditlinien ziehen, damit sie schnell das Geld ausgeben können für Inventory, also für Lagerhaltung, für Arbeitskräfte oder für Expansion. Also man will dieses Geld jetzt in Umlauf bringen. Die Geldumlaufgeschwindigkeit in den USA hat nicht wirklich zugenommen zuletzt. Aber das könnte sich jetzt eben ändern. Das Geld ist so massenhaft vorhanden bei den Banken. Da ist so viel Liquidität da, aber die Nachfrage nach dieser Liquidität ist bisher noch nicht so groß. Und das wäre dann eben vielleicht auch einer der Umschlagspunkte, wenn die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes dann steigen würde. Übrigens diese Stimulus-Checks, die steigenden Aktienmärkte, und ja, eingeschränkte Ausgabemöglichkeiten aufgrund von Corona haben dazu geführt, dass die Amerikaner 3,7 Billionen an Sparvermögen angehäuft haben, aber 70% der Zuwächse gingen an die wohlhabendsten 20%. Notenbanksozialismus, heute Abend das Thema, gestern Abend das Thema in meinem Marktgeflüster. Und interessant vielleicht auch noch jetzt, um den Schwenk USA-China zu machen. Yellen hat gestern gesagt, ja, also dieses Infrastrukturprogramm von Joe Biden, das sei wichtig, damit die USA die führende Volkswirtschaft der Welt bleibe, dass man also die Nummer 1 in der Welt bleibt. Jetzt hat gleichzeitig, oder ist jetzt kürzlich, haben die Amerikaner gesagt, wir werden für viele Millionen Euro, Dollars genauer gesagt, Waffen an Taiwan verkaufen. Für China ein absolut rotes Tuch, geht gar nicht, eine totale Provokation. Und hier nochmal USA, China, wer ist die Nummer 1? Die Amerikaner haben jetzt eine Marktkapitalisierung von über 50 Billionen Dollar. Und das ist ein Anteil von 43% am globalen Aktienmarkt, an den globalen Aktienmärkten. Also
nicht schlecht, das sind fast die Hälfte. Also der Aktien, die es weltweit gibt, da ist die Bewertung bei den USA bei 43%. Die Amerikaner selbst haben nur etwa 15% am Welt-BIP-Anteil. Also wir haben etwa fast das Dreifache dessen, was sie eigentlich am BIP-Anteil haben, haben sie an den Aktienmärkten, und die Bevölkerung der Amerikaner etwa 4% in Relation zur Weltbevölkerung. Also 4% der Menschheit, die erwirtschaften 15% des BIP, aber deren Aktienmärkte sind mit fast 44% bewertet. Das ist on the long run wahrscheinlich nicht haltbar. Und das vor allem aufgrund der Chinesen. Jetzt sehen wir, dass möglicherweise hier in China etwas läuft, nämlich dass man versucht, seine Strategie zu ändern, möglichst die Dinge erstmal in einer Art China First zu regeln. Also das, was Trump gemacht hat, vielleicht hat man sich das ein bisschen abgeschaut. Nicht America First, sondern jetzt heißt es China First. Und das könnte auch die Lieferengpässe so ein bisschen erklären, mit denen wir es zu tun haben. Western governments are growing more attuned to bottlenecks. Also den westlichen Regierungen wird langsam klar, dass die Lieferengpässe wohl dauerhafter sind, eben weil China seine Politik ändert, wie das Wall Street Journal hier schreibt. Es ist nicht das Internet, sondern die Produktion. Da sieht hier China offenkundig das zentrale strategische Element. Wer produzieren kann, der ist im Vorteil, weil er dann unabhängig ist. Die Amerikaner produzieren relativ wenig, eine weitgehende Dienstleistungsökonomie. Vielleicht haben die Chinesen das erkannt und schießen auch deswegen vielleicht gegen die Dominanz der Tech-Konzerne. Auch möglicherweise ein Machtkampf im Inneren, Stichwort der Rote Prinzen. Ich hatte es bereits erwähnt. Und kommen wir abschließend noch zu Bitcoin. Hier sehen wir, dass die Kryptowährung wohl kaum, oder der Anteil der Privattrader, der Retail-Clients an den Bitcoin-Transaktionen ist relativ gering. Es sind schon durchaus institutionelle Player, die da am Markt sind, oder Profi-Player jedenfalls. Dennoch, hier Gensler von der SEC will jetzt offenkundig die Daumenschrauben ein bisschen anziehen. Er sagt hier, diese Asset-Klasse ist voll mit Fraud, Scams, Abuse, also mit Betrug, Missbrauch etc. etc. Und man wird Crypto-Trading wohl etwas strenger regulieren, auch Lending-Platforms und sogenannte Stablecoins. Also da könnte der Gegenwind ein bisschen stärker werden. Darüber werden wir wahrscheinlich auch sprechen mit Thorsten Polleit. Gold, Bitcoin, Notenbank, Sozialismus. Wer sich für Gold interessiert, für Bitcoin interessiert und für das, was uns alle angeht eigentlich, nämlich wie die Welt sich derzeit darstellt, mit diesem massiven, immer stärkeren Einfluss der Notenbanken auf alle Bereiche unseres Lebens. Wer diese Welt verstehen will, mithin, der dürfte davon profitieren, das heute sich anzuschauen, 18.30 Uhr. Ich werde den Link wieder unter das Video packen. Es wäre mir eine Freude, denn da wartet jemand aus der Champions League, das ist Thorsten Polleit. Gestern hatte ich auf das Interview von Leonhard Fischer verwiesen, absolute Champions League, und Thorsten Polleit spielt genau in derselben Liga. Da ist Qualität geradezu verbirgt, meine Damen und Herren. Also ich kann nur dringend raten, sich das heute Abend anzuschauen, oder wenn Sie es heute Abend nicht live schaffen um 18.30 Uhr, dann morgen, übermorgen, am Wochenende, keine Ahnung, aber lassen Sie sich das nicht entgehen. Das wird eine echte Hausnummer, und jetzt sage ich Servus und Ciao.